Intel hat bekannt gegeben, dass sie wohl endlich, vielleicht, eventuell doch das Problem mit deren 13. und 14. Generation CPUs gefunden haben könnten. Und darum reden wir heute nochmal drüber. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Hepis Tech Lab, wo wir uns heute nochmal über die aktuelle katastrophale Situation der Intel CPUs unterhalten. Und zwar, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe ein Video dazu gemacht, das könnt ihr hier oben, nein, hier oben könnt ihr euch das angucken. Zum ursprünglichen Thema, wo ich ein bisschen drauf eingegangen bin. Und zwar, kurz zusammengefasst, es geht darum, alle CPUs der 13. und 14. Generation haben aktuell ein Problem, dass zu viel Spannung von den CPUs angefragt wird. Und dadurch kommt es zu einer sogenannten Degradation. Das heißt, über einen Zeitraum hinweg, auch im normalen Betrieb, wird eure CPU immer irgendwann schlechter und irgendwann instabil. Normalerweise reden wir davon von zig Jahren am Ende. Und es haben sich auch Probleme gehäuft, dass einfach CPUs, die auch relativ neu waren, extrem unter Last standen, viel unter Volllast standen, einfach irgendwann crashen mit Bluescreens und einfach die Taktraten nicht mehr stabil halten können. Und das Problem liegt wohl daran, hat Intel auch dann entsprechend bestätigt, dass einfach diese CPUs zu viel Spannung ziehen und dadurch praktisch dieser Degradation-Prozess einfach viel schneller vorankommt. Das heißt, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber CPUs übertaktet, und zwar bis zum Limit übertaktet, einfach mit viel Spannung, dann werdet ihr irgendwann an diesen Punkt kommen, wo die CPUs das nicht mehr halten können, einfach instabiler werden, einfach weil sie degraden. Und hier ist es jetzt so, dass Intel jetzt ein Post veröffentlicht hat, dass man das Problem wohl vielleicht eventuell doch endlich gefunden haben könnte und es da jetzt neue Microcode-Updates geben soll. Es gab jetzt auch tatsächlich ein Microcode-Update diese Woche, das ist 0x12b. Da habe ich mal grob geguckt, von den meisten Herstellern gibt es auch schon wieder erste Beta-BIOS-Firmware-Updates, die entsprechend da jetzt dafür sorgen sollen, dass die CPUs, wenn sie im Idle sind bzw. nichts machen, deutlich weniger Spannung konsumieren, als sie aktuell tun. Und das ist natürlich auch ein Problem tatsächlich. Auch unter gewissen Low-Level-Workloads oder Low-Workloads, sag ich mal, also wo man die CPU zu 100% auslastet, aber auch nicht idle, sondern zum Beispiel beim Gaming oder beim Webbrowsing, Video schauen, wie auch immer, dass man da einfach entsprechend was gefunden hat, wo gegebenenfalls das Problem herkommt. Und jetzt ist es so, es ist auch in einem Beta-BIOS-Update, und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, wenn ihr konkret Panik habt, euer System vielleicht nicht so braucht, dann könnt ihr entsprechend hergehen und könnt einfach sagen, okay, ich nehme das Beta-BIOS-Update, installiere das und hoffe, dass meine CPU einfach nicht weiter beschädigt wird. Weil aktuell ist es so, und das muss man fairerweise sagen, alle CPUs, egal wie ihr sie verwendet, werden aktuell beschädigt und werden deutlich schlechter mit der Zeit. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis einfach dann der Punkt einfach ist, wo das System kippt. Je nachdem, wie ihr das System verwendet, ist es natürlich deutlich unterschiedlich. Also beispielsweise, wenn ihr jeden Tag Videos rendert mit X264 mit eurer CPU, die CPU auf 100% hochgeht, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass die CPU schneller degradet, als wenn ihr einfach nur ein paar Stunden am Tag zockt. Und das ist einfach das Problem einfach von, je nachdem, wie ihr die CPU nutzt, degradet sie eben anders bzw. schneller durch diesen Bug, den Intel da einfach hat. Und hier ist es jetzt so, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich tue mich dann mal schwer, weil Beta-BIOS-Updates ist immer so ein Punkt. Ihr kriegt eventuell eine Lösung dafür, habe ich auch das letzte Mal gesagt, die verhindert, dass eure CPU weiter stirbt. Was hier wichtig ist, die CPUs, die schon beschädigt sind, werden durch dieses Firmware-Update nicht mehr repariert. Das heißt, wenn ihr Probleme habt mit der CPU, ihr Bluescreens habt, ihr komisches Verhalten habt, und ihr das vielleicht auf die CPU zurückführt, macht eine RMA bei Intel, weil selbst die Firmware-Updates werden dieses Problem nicht beheben. Ihr werdet immer noch das Problem haben, selbst wenn ihr diese BIOS-Updates einspielt, dass eure CPU, wenn sie einen solchen Degradation-Defekt hat, dass sie weiterhin crasht.
Und hier ist das Problem mit diesen Beta-BIOS-Updates, weil zum einen ist es so, Beta-BIOS-Updates verhindert vielleicht, dass die CPU weiter degradet, beziehungsweise, dass sie überhaupt an den Punkt kommt, wo ihr nichts mehr damit anfangen könnt. Zum anderen habt ihr aber das Problem bei einem Beta-BIOS-Update, man weiß halt nicht so ganz, ist jetzt stabil, funktioniert das alles, passt das damit oder holt ihr euch damit weitere Probleme ins Haus? Und damals war mein Take, wenn ihr nicht auf das System angewiesen seid, also beispielsweise, wenn ihr das nicht für Work, für Arbeit braucht, also für irgendwelche Work-Prozesse, Arbeitsprozesse, wenn ihr kein Content-Creator seid, der jetzt ja damit Geld verdient und auf dem PC angewiesen ist, dann lohnt es sich einfach, dieses Beta-BIOS-Update zu machen, weil euch vielleicht, es wird vielleicht nervig sein, wenn es nicht 100% stabil ist, aber ihr habt die Sicherheit, dass eure CPU nicht weiter beschädigt wird. Wenn ihr hingegen aber damit dem System Geld verdient, ist es jetzt spannend. Update ich dann und hole mir vielleicht irgendwelche Probleme ins Haus mit einem Beta-BIOS-Update oder gehe ich das Risiko ein, ich benutze mein System so weiter, schrotte meine CPU weiter und habe dann vielleicht auch einen Ausfall dann mit, der deutlich größer ist, weil die CPU einfach dann defekt ist. Und das ist eine sehr interessante Abwägung, die ich persönlich, da stehe ich zwischen den Stühlen, weil linksrum ist doof und rechtsrum ist aber irgendwie auch doof. Aber man hat irgendwie auch keine Wahl. Und was ich jetzt zumindest auch mitgekriegt habe, beziehungsweise auch zu eigenen Erfahrungen, ist es so, ich habe ein paar Problemchen, die hatte ich aber vorher auch schon. Und ich glaube, meine CPU ist tatsächlich halt auch diesen Punkt erreicht, wo sie einfach defekt ist. Weil bei mir äußert sich das so, ich kriege ein sehr komisches Verhalten an meinem Rechner. Denn bei mir ist das Setup so, ich habe meinen Hauptmonitor an der Nvidia-Grafikkarte hängen und die anderen beiden Monitore hängen an der CPU, an Bord. Also die beiden linken Monitore oder die äußeren Monitore, sieht man hinten, die hängen an der Mainboard, an der Intel-CPU, an der Grafik-Output und der Hauptmonitor hängt an der GPU. Das ist einfach den Hintergrund, weil ich da deutlich besser dann noch andere Sachen anschließen kann, weil meine Valve Index hängt auch noch an der GPU dran. Das macht das deutlich angenehmer. So, und das Problem, was ich jetzt deutlich öfter habe in letzter Zeit, ist, dass einfach der Rechner einfriert, so semi-einfriert, aber er sich wieder fängt. Und das Problem eigentlich vielmehr ist, dass die beiden äußeren Monitore, was von der Intel GPU gesteuert werden, also von Integrated Graphics, dass die einfach einfrieren und sich dann wieder neu starten. Und das ist sehr, sehr seltsam. Ich habe auch das Problem, dass ich teilweise sehr interessante USB-Dropouts habe, also USB-Geräte nicht mehr reagieren, beziehungsweise einfach die Verbindung verlieren, sich dann aber wieder reconnecten. Und das ist genau das Problem jetzt, denn ihr habt den Punkt, das kann jetzt ein Windows 11-Bug sein, das kann ein allgemeines Plattformproblem sein, das kann aber auch einfach sein, dass die CPU halt damit nicht mehr klarkommt, beziehungsweise der Chipset mit dem CPU, mit der CPU und sonstigen Sachen. Und was macht man jetzt damit? Und ich werde jetzt tatsächlich so machen, ich habe das Beta-BIOS-Update damals eingespielt und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das jetzt an dem Beta-BIOS-Update hängt, ob das an der CPU hängt, die einfach stetig weiter beschädigt wurde, weil ich halt auch viel CPU-intensive Tasks mache und ich werde einfach eine RMA für diese CPU dann machen, weil Intel hat ja die Garantie auch erweitert für diese CPUs. Und das würde ich jedem empfehlen. Fangt nicht an, irgendwas zu troubleshooten mit dem PC. Wenn ihr Probleme habt, spielt das Beta-BIOS-Update ein, sorgt dafür, dass zumindest ihr CPU nicht weiter beschädigt und macht dann eine RMA. Das wäre meine Abwicklung und holt euch eine neue CPU. Aktuell ist es wohl so, dass die CPUs ein bisschen schwieriger zu bekommen sind. Aus unerklärlichen Gründen, weil offenbar jeder diese CPUs jetzt tauschen möchte. Aber das würde ich jedem empfehlen. Das heißt, schaut bei eurem Bordhersteller nach auf der Webseite, ob einfach das BIOS-Update, ob es dafür was gibt. Wenn ihr Angst habt, dass euch die CPU kaputt geht, ihr aktuell keine Probleme habt, spielt das ein, schaut, dass es funktioniert. Macht natürlich vielleicht vorher den Backup von euren ganzen Daten. Auch wenn, fairerweise man sagen muss, die Festplatten gehen ja nicht kaputt normalerweise oder Windows sollte idealerweise dadurch nicht zerschossen werden, wenn irgendwas schief läuft. Höchstens das Board, dann könnt ihr die Daten trotzdem noch backupen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht und das wäre meine Empfehlung damit. Und ich hoffe, dass dieses Thema endlich dann mal gelöst wird von Intel, weil das zieht sich jetzt seit Ewigkeiten schon und
es ist langsam, aber sicher wird es lächerlich. Jetzt kommen die neuen CPUs bald, die sollen im Oktober vorgestellt werden. Ich hoffe, dass Intel da keine Probleme hat. Ich hoffe, dass dieser Launch mal vernünftig vonstatten geht, dass sie vielleicht das Vertrauen der Leute wieder zurückgewinnen können, in dem Sinne, wenn sie CPUs haben, die gut performen, die preis-leistungsmäßig ordentlich sind und nicht irgendwelche komischen Software- oder Firmware-Bugs haben, die sich dann komplett zerschießen. Aber das ist so mein Take einfach dazu. Wollte ich kurz ein Video dazu machen, weil ich euch gesagt habe, ich halte euch dazu auf dem Laufenden. Wie gesagt, ich habe aktuell Probleme mit meinem System, aber die hatte ich auch schon vorher. Das war das letzte Mal gar nicht so bewusst, aber als ich darüber gesprochen hatte. Aber da kam ich jetzt wieder drauf. Also meine CPUs auf jeden Fall auch, die hatten Treffer. Und das hält sich jetzt aber so ein bisschen noch in Grenzen, weil es nur ab und an ist. Aber halt, je mehr die CPU weiter degradet, schlechter wird, desto schlimmer werden die Probleme vermutlich irgendwann werden. Drum würde ich euch empfehlen, installiert das Beta-BIOS-Update, wenn ihr auf Nummer sicher sein wollt, wenn ihr das System nicht 100% verfügbar haben müsst, wenn es auch mal, wenn es ausfällt, euch keinen großen, oder wenn man Bluescreen hat, ihr keinen großen Ausfall davon habt. Wie gesagt, wenn ihr damit Geld verdient mit dem System, müsst ihr für euch die Abwägung treffen. Geht ihr das Risiko ein, dass die CPU irgendwann kaputt gehen könnte, ihr mehr Probleme habt? Oder nehmt ihr das Risiko in Kauf, ein Beta-BIOS-Update zu installieren, was vielleicht die Probleme löst und keine Stabilitätsprobleme oder irgendwelche anderen Probleme mit sich bringt? Das müsst ihr dann für euch selber so ein bisschen entscheiden. Vielleicht habt ihr auch eine Ersatz-CPU da, wenn ihr praktisch sagt, okay, ich verdiene damit Geld, oder ein Ersatzsystem da, wo ihr sagt, ich kann das notfalls als Backup-System nehmen oder ich kann einfach schnell die CPU austauschen, wenn sie kaputt ist, dann ist es halt, dann seid ihr da wieder auf der sichereren Seite. Also da würde ich mir schon ein paar Gedanken vorher machen dann, bevor ich einfach blindlings irgendwas installiere oder blindlings nichts installiere. Das heißt, das müsst ihr da einfach für euch entsprechend entscheiden. Das war es einfach mit diesem Video. Ich versuche euch weiter auf dem Laufenden zu halten. Ich hoffe, das System endlich mal gelöst wird. War mal wieder ein Talk-Video. Ich will mal irgendwann wieder andere Videos machen, aber ich habe das Problem, mir fehlt aktuell die Zeit dafür, irgendwas vernünftig vorzubereiten, vernünftig zu machen. Ich habe ein paar coole Ideen, da warte ich aber noch auf ein paar andere Sachen am Ende, dass ich die endlich da habe, weil ich ein paar Sachen noch umbauen will, weil ich würde gerne auch mehr Builds wieder machen und mehr so das Thema, ja, Troubleshooting eingehen von Hardware-Geräten etc. Da muss ich selber noch sehr viel lernen dazu. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall hoffentlich spannend werden auf diesem Kanal. Ich lasse mich da überraschen, weil wie ihr seht, ich habe immer noch diese Testbench da hinten. Sieht man das? Ich weiß gar nicht. Ich muss in die Richtung muss ich gehen. Ich habe immer noch die Testbench da hinten stehen und immer noch kein Gehäuse dafür und immer noch nicht eingepackt, weil ich wollte auf die Wasserkühlungskomponenten warten. Jetzt sind die Wasserkühlungskomponenten, gibt es wohl irgendwie. Jetzt hat aber EK Waterblocks das Problem. Das heißt, EK Waterblocks möchte ich ja nicht mehr kaufen, weil eigentlich diese ganze Firma einfach nur riesen, ich will nicht sagen Scam ist, aber es einfach schwierig ist, diese Firma aktuell zu supporten, weil man weiß nicht, überlebt die Firma noch und was ist, wenn irgendwas garantiemäßig kaputt ist. Also bin ich aktuell gucken, wo hole ich denn meine Wasserkühlungskomponenten dann her? Und dann brauche ich noch ein Gehäuse dafür. Da bin ich aktuell sehr zwiegespalten am Ende. Und ich bin vielleicht im Überlegen, vielleicht doch auf Corsair zu gehen alles. Also weiß ich nicht. Ich würde gerne ein Wasserkühlungssystem wieder bauen. Vielleicht lasse ich aber das System einfach so, wie es da hinten ist und baue mir ein neues System dann, wenn die 5090 dann nächstes Jahr rauskommt, und lasse das jetzt aktuell noch so und mache das mal wirklich so, wie ich es vorgehabt habe mit diesem System eigentlich. Ich lasse mir Zeit, ich baue ein neues System, ich baue das alles komplett frisch auf, mache das komplett durch, tausche das System dann aus und wenn das fertig ist, baue man das System hinten weiter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich hätte da gern einiges vor, aber es ist irgendwie momentan spannend von dieser Thematik. Dafür nur ein kurzes Update in diesem Sinne. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr coole Brands für Wasserkühlungskomponenten, die auch vertrauenswürdig sind, finde. Weil ich hätte gerne Hardline-Tubing, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin da, ist alles so kompliziert. Auch mit GPU-Blocks und CPU-Blocks. Wobei CPU-Blocks werde ich mir von Thermal Grizzly vermutlich einfach holen. Von der Bauer, von seiner Firma. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Und GPU-Blocks mal gucken. Das wird spannend. Anyway,
Das nur ganz kurzer Ausblick. Das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten natürlich auch gerne einen Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Schreibt gerne euer ganzes Feedback in die Kommentare. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar, auch wenn ich nicht immer darauf antworte, auf die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar. Ich lasse nur teilweise auch oftmals, wenn ich Kommentare lese und Diskussionen entfachen, dann mische ich mich da oftmals nicht ein, sondern ich gucke einfach immer so ein bisschen. Und dann werde ich immer später ein bisschen ein paar Takes machen, beziehungsweise vielleicht ein separates Video dazu. Das und dazu. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar und finde es gut, wenn ihr viel kommentiert, weil das hilft mir auch so ein bisschen, andere Perspektiven oftmals einfach zu sehen. Das heißt, schreibt mir auch eure Erfahrungen mit den Intel-Beta-BIOS-Updates rein. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon Erfahrungen gemacht, positiv wie negativ. Einfach gerne alles unten rein. Das hilft dann auch entsprechend der Userbase. Jetzt auf jeden Fall, lieber fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und bis nächste Woche zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.